Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Unschwer zu erkennen, Bericht aus dem EU-Parlament. Wir sprechen heute über das EU-Vermögensregister. Wir sprechen über das sogenannte Geldwäschegesetz, Geldwäschebekämpfung, was ja als sehr redlich zu bezeichnen ist. Trifft es die Richtigen, trifft es die Falschen? Wir werden sehr schnell merken, Moment, das kann ja auch gegen deutsche Sparer und Rentner verwendet werden, wenn hier ein zentrales Register da ist. Wir werden noch mehr überwacht werden. Welche Handlungsspielräume werden uns damit genommen? Darüber sprechen wir mit dem Europaparlamentarier Dr. Gunnar Beck. Er hat eine recht interessante Lebensvita. Beck studierte Politikwissenschaft, Philosophie sowie Rechts- und Wirtschaftswissenschaft in Oxford, promovierte 1996 und er war Europarechtsberater im britischen Unterhaus. Wir sprechen also mit jemand, der doch ein immenses Wissen mitbringt zu Europa und zu dem Handling. Ja, freuen sich auf das Interview. Es betrifft uns alle. Ja, liebe Zuschauer, ich sagte es Ihnen, wir sind heute im EU-Parlament. Wir begrüßen Dr. Gunnar Beck. Herr Dr. Beck, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben heute das Thema EU-Vermögensregister. Sind Dinge, dem Augenschein und dem Hören nach, interessiert es nicht viele Menschen. Klären Sie doch mal bitte die Menschen auf, was es damit zu tun hat. Es geht hierbei um die Erfassung sämtlicher nennenswerter Vermögenswerte in der EU. Dies schreitet nach und nach voran, aber die Idee ist selbstverständlich, dass staatliche und supranationale Stellen einen verlässlichen Informationsstand über die Vermögensverhältnisse der Bürger erhalten. Was mag der Zweck sein? Selbstverständlich Zwangsabgaben und höhere Steuern in Zukunft. Denn das eines der größten Probleme derweil ist die enorme Überschuldung unserer Staaten. Wenn ich von den Bürgern hier spreche, so meine ich natürlich nur die Mehrheit der Bürger. Es gibt mittlerweile in nahezu allen Staaten, nicht nur den westlichen, eine Oberklasse, die sich fast allen Handgriffen der Nationalstaaten entziehen können und selbstverständlich auch den Handgriffen in ihre Vermögensverhältnisse. Das bedeutet doch, dass im Endeffekt, sagen wir vom Kleinen bis zum Mittelstand, dem trifft es doch am meisten. Und die Menschen, die die Möglichkeiten haben, sei es über Anlagegesellschaften, sei es über Länder, sei es über geografische Gegebenheiten, die vielen bekannt sind, wo wir einfach nichts machen können, wo wir einfach sagen, es gibt kein Doppelbesteuerungsabkommen, wir wissen nicht, wie die Immobilien bezahlt werden und. Da kommen wir doch im Endeffekt, kommen wir doch gar nicht dahinter. Das ist doch etwas, was man seit Jahren versucht, aber eigentlich bisher fehlgeschlagen ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz klar, von wem genau Sie sprechen. Sie haben recht, hierbei, das betrifft im Wesentlichen die Mittelklasse. Denn ganz arme Menschen haben kaum etwas an Vermögenswerten. Und wie ich schon sagte, eine zusehends internationale Oberklasse, nennen wir sie mal die Oligarchie, hat gemeinhin die Möglichkeiten, ihre Vermögenswerte so zu kaschieren oder so mobil anzulegen, dass sie sich den Eingriffen einzelner Staaten weitgehend entziehen kann. Da gibt es ein oder zwei Ausnahmen. Ich denke, die USA vermögen ihre Bürger in weiten Teilen der Welt immer noch gerichtlich zu verfolgen. Das trifft aber selbst auf größere europäische Staaten nicht mehr zu. Es kommt natürlich hinzu, dass meist auch gar kein Wille besteht, von Seiten selbst mächtiger, mittelgroßer Regierungen von Nationalstaaten überhaupt in die Vermögensverhältnisse oder die Vermögen ihrer reichsten Bürger effektiv zu besteuern. Denn selbstverständlich übt diese Oligarchie, von der ich sprach, auch einen massiven Einfluss auf den politischen Gestaltungs- und Gesetzgebungsprozess aus. Ja, das war so und das ist so geblieben. Jetzt haben wir das Thema Geldwäschebekämpfung und die Bargeldbeschränkung.
Wenn Sie den Zuschauern bitte darüber etwas sagen würden, was ist da geplant oder was ist in näherer Zukunft zu erwarten? Gut, vor knapp 10 Jahren führte die EU erstmals Bargeldobergrenzen oder Bargeldrichtwerte ein. Diese waren damals, zumindest auf EU-Ebene, noch nicht verpflichtet. Dennoch müssen Käufer bei den meisten Transaktionen in Deutschland bereits seit 2015 ihren Personalausweis, ihre Nationalität und auch ihren Wohnort offenlegen. Bislang gilt in Deutschland eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro. Erst wenn Sie diese überschreiten, müssen Sie die von mir eben genannten Daten auch offenlegen. Diese Bargeldobergrenze sollte jetzt EU-weit verpflichtend werden und die Bargeldobergrenze sollte nach Vorschlägen des Europäischen Parlaments auf 3.000 Euro herabgesetzt werden. Das konnten wir verhindern. Der Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments stimmte vergangene Woche für eine Absenkung der Obergrenze auf 7.000 Euro bei den meisten kommerziellen Transaktionen. Das heißt, bis zu 7.000 Euro können Sie anonym mit Bargeld zahlen. Darüber hinaus müssen Sie Ihre Identität offenlegen und das ist entscheidend, das gilt jetzt verpflichtend, soll jetzt verpflichtend in der ganzen EU gelten. Bei Kryptowährungsgeschäften gilt allerdings eine Obergrenze von bereits 1.000 Euro. Nun sind Sie wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD im EU-Parlament. Wir erleben ja seit einem Jahrzehnt, dass wir sagen, es bilden sich immer mehr Schnittstellen. Sie erleben das, wenn Sie etwas bestellen im Internet. Sie erleben etwas, wenn Sie es im Gesundheitsbereich etwas kundtun. Sie erleben, dass Sie immer transparenter werden. Es gibt vom Bundesinnenministerium in Deutschland gibt es die Erhebung Smart City, nennt sich das. Und dort geht man davon aus, dass 2035 überhaupt keine Wahlen mehr stattfinden müssen, weil man ja sowieso die Bedürfnisse, Wünsche der Bürger, des Volkes in Anführungszeichen weiß und daraus reflektierend sagt, daraus können wir die Entscheidung treffen. Haben Sie die Befürchtung, dass mit diesem sogenannten Geldwäschegesetz oder Geldwäschebekämpfung, dass man hier noch mehr den Einzelnen durchleuchtet? Denn die Finanzämter in der Bundesrepublik nehmen ja schon zahlreich, machen da zahlreich von Gebrauch, ja auch ohne große Begründung hier Konten zu durchleuchten. Haben Sie die Sorge, dass der Bürger noch mehr gläsern wird? Selbstverständlich, ich würde das eine an Gewissheit grenzende Befürchtung nennen. Das ist der Trend der letzten 1 bis 2 Jahrzehnte. Und selbstverständlich soll dieser nach Willen der Bundesregierung und auch anderer Regierungen, auch der EU, fortgesetzt werden. Ich erinnere mich an meine Schul- und Jugendzeit, da war Datenschutz noch ein wichtiger Begriff, den auch Teile der Politik ernst nahmen. Den Eindruck, dass Datenschutz heute noch wirklich ernst genommen wird, den habe ich kaum. Sie sprachen von Geldwäsche. Sicherlich ist das ein kriminelles Problem, ebenso wie der internationale Terrorismus. Ich glaube aber, was die Bargeldbekämpfung anbelangt, so sind dies nicht mehr als Vorwände. Niemand wird sich für Geldwäsche und für Terrorismus aussprechen. Unter dem Vorwand des Kampfes gegen beide nun soll das Bargeld bekämpft werden. Da besteht aber meines Erachtens ein nur sehr loser Zusammenhang. Selbstverständlich ist der Gebrauch von Bargeld anonym. Das heißt, es können auch Transaktionen im Zusammenhang mit Verbrechen oder Straftaten verschleiert werden. Aber die Cyberkriminalität steigt trotz der gegen sie scheinbar ergriffenen Maßnahmen stärker als viele andere Straftaten. Also ich glaube, hier besteht kein wirklich nennenswerter Zusammenhang zwischen den gerade vom Wirtschaftsausschuss befürworteten Maßnahmen und der wirklichen Bekämpfung moderner Kriminalitätsformen. Nicht? Das ist nicht mehr als ein Vorwand. Und was die Bargeldabschaffung oder den Kampf gegen das Bargeld anbelangt, so ist das, glaube ich, in größerem Zusammenhang zu sehen.
nämlich dem sogenannten Great Reset. Insbesondere müssen wir die Bargeldabschaffung natürlich vor dem Hintergrunde der Einführung digitaler Währungen sehen. Digitale Währungen erleichtern denn dann in der Tat die völlige, zumindest finanzielle Durchleuchtung des Bürgers. Das heißt, über ihre Konten bei der Zentralbank wäre ihr Konsumverhalten ganz und gar gläsern. Wenn sie sich nicht ganz systemgerecht verhalten, könnten ihnen gewisse Ausgaben, könnte ihnen der Gebrauch ihres Geldes versagt werden. Und selbstverständlich wäre das die Basis für die Einführung und Umsetzung eines Sozialkreditesystems, wie wir es nicht nur ansatzweise bereits aus China kennen. Damit wäre sogar möglich, dass sich irgendwann einmal Wahlen im herkömmlichen Sinne erübrigen würden. Es gibt ja ganz andere Möglichkeiten der Feststellung und damit auch der Manipulierung des individuellen politischen Willens sozusagen oder Präferenz, will ich es mal nennen. Ja, das erleben wir ja nun tagtäglich. Ich muss hier deutlich sagen, schalten Sie die Tagesschau und schalten Sie Tagesthemen, lesen Sie die gängige Presse und Sie sehen, dass hier auch durch Weglassen andere Meinungen gebildet werden können. Sehen Sie jetzt unter der Überschrift Kampf dem internationalen Terrorismus Triggerpunkte, wie man sie setzt? Bist du gegen Rassismus? Bist du für Frieden? Das sind ja alles diese Verlautbarungen, die wir hören, wo wir sagen, Frieden schaffen durch Waffen. Bist du gegen Rassismus? Das sind wir alles. Aber erleben wir nicht, dass diese Überschriften verwendet werden, letztlich um Etikettenschwindel zu betreiben und um andere Dinge zu verkaufen? Denn eines muss man ja sagen, Herr Beck, Bargeld bedeutet Freiheit. Und eines muss man auch sagen, Bargeld bedeutet auch, ich kann hinfahren, tanken, kann mir ein Flugticket, kann mir ein Bahnticket kaufen, wann ich will. Wenn das nicht mehr der Fall ist, gibt es einfache Beispiele. Ich war letztens in einem Nürnberger Café, ein sehr schönes Café. Extrablatt ist neu eröffnet worden. Dann sagten die, wollen Sie mit Karte bezahlen? Ich sage, nein, ich zahle bar. Unsere Kartenzahlung geht seit 2 Tagen nicht mehr. Also das sind Dinge, da müssen wir wirklich darauf achten. Bargeld bedeutet Freiheit. Herr Beck, werden da Punkte gesetzt durch Etikettenschwindel und andere Dinge sind drin? Ja, Sie sprachen zwei Punkte an. Sie haben recht, Bargeld ist Freiheit. Bargeld hat zudem weitere Vorteile. Es schützt im Falle von Negativzinsen vor der Enteignung durch die Zentralbanken über den normalen Inflationssatz hinaus. Im Augenblick ist das Problem nicht ganz so akut, weil die Inflationsrate davon galoppiert. Aber Sie erinnern sich, vor 2, 3 Jahren erwartete niemand Inflationsraten von annähernd oder gar über 10%. Damals hatte die EZB noch Minuszinsen und zehrte damit das Vermögen, das Buchgeldvermögen ihrer Bürger oder der Bürger auf. Vor solchen Negativzinsen schützt sie das Bargeld effektiv. Bargeld funktioniert, das sprachen Sie jetzt gerade an, auch ohne Strom. Und es ist zudem günstiger für Händler und Käufer. Ferner fließt es im Falle der Insolvenz einer Bank nicht in die Insolvenzmasse ein. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Vorzügen. Viele gehen auch mit Nachteilen einher, aber sie schützen das Vermögen der Bürger effektiv vor dem Zugriffe des übermächtigen Staates. Jetzt zu Ihrem zweiten Punkt, die Bekämpfung des internationalen Terrorismus. So formuliert, wird sich niemand dagegen aussprechen und niemand für den Terrorismus. Aber Sie haben ganz zu Recht darauf hingewiesen, dass diese Begriffe ihre ursprüngliche Bedeutung immer mehr verlieren. Heute verstehen wir unter Terrorismus nicht mehr den gewaltsamen Umsturzversuch in einem Staate, sondern bereits die Beleidigung eines Teils seiner Mitbürger zum Beispiel. Rassismus gilt als moderate Form des Terrorismus, wenn es sich mit einer begrenzt gewalttätigen Tat in Verbindung
bringen lässt. Das ist aber sehr weit entfernt, geht sehr weit hinaus über den ursprünglichen Begriff des Terrorismus. Das war der mehr oder weniger planvolle und ganz gewiss in hohem Maße gewalttätige Versuch eines politischen Umsturzes. Der Begriff wird heute weit wahlloser und weit weiter gefasst. Wir finden also eine Umformulierung der gängigen Begriffe, dem sind wir hier ausgesetzt, und damit greift das Netz der gesetzlichen Überwachung natürlich in noch höherem Maße. Selbst der Begriff der Rechtsstaatlichkeit, gegen den auch niemand etwas einzuwenden hätte, auch dieser hat ja seine Bedeutung weitgehend verloren. Ursprünglich bezog er sich auf gewisse Verfahren, die in einem Rechtsstaate unbedingt zu beachten sind. Heute ist der Begriff des Rechtsstaates immer mehr durch Werte angereichert. Das heißt also, mild rassistische Äußerungen sind bereits als Vergehen gegen die Rechtsstaatlichkeit und als solche zu verfolgen zu werden. Nun muss man ja sagen, das geht ja so weit, das ist ja auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, haben wir Denunziationsstellen, wo es gemeldet werden kann. Wir erleben das ja. Aber Sie sprachen einen wichtigen Punkt an. Sie sprachen davon, was Bargeld bedeutet, Freiheit. Bargeld bedeutet, sich ja, Masseeinflüssen zu entziehen, was eine Insolvenz angeht. Jetzt erleben wir linke Einflüsse in Deutschland und deren sehr stark. Man spricht in Berlin von Immobilienenteignung. Wohlgemerkt, Immobilien enteignen, die durch die SPD seinerzeit durch Thilo Sarrazin verkauft wurden an Deutsche Wohnen und Vonovia in beträchtlicher Größenordnung. Nun erleben wir eine totale Verschuldung. Viele Menschen wissen nicht, was Target 1, Target 2 Schulden sind. Viele Menschen wissen nicht, was Hermes-Bürgschaften sind. Viele Menschen wissen nicht, was Sondervermögen sind. Es ist im Grunde genommen Bilanzbetrug, was in Deutschland gemacht wird. Also wir sprechen hier nicht von Hunderten von Milliarden, sondern wir gehen in Richtung 3 Billionen Verschuldung. Wenn wir jetzt sagen, wir schaffen das Bargeld ab und es gibt letztlich nur noch Geld, das wir uns per Kontostand abrufen können und mit Karte darüber verfügen können, haben Sie Sorge, dass eines Tages der Begriff Lastenausgleich eine Rolle spielen könnte? Denn eine Entschuldung findet ja letztlich nur statt über Inflationshöhen oder dass man sagt, ich muss diejenigen daran beteiligen, die noch etwas haben, nämlich die Sparer, die Häuslebesitzer und so weiter. Und wir erinnern uns, was die Grundwertbestimmung der Häuser und Immobilien und Grundstücke angeht in Deutschland, das schreitet ja fort. Haben Sie Angst, dass sich hier der staatliche Stellen bedienen könnten? Selbstverständlich. Der Begriff Lastenausgleich hat in Deutschland eine klare historische Bedeutung. Es ging dabei in der Tat um einen begrenzten Vermögensausgleich unter der Bevölkerung, insbesondere zwischen Geflüchteten und der Bevölkerung in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkriege. Der Begriff hat auch hier seine Berechtigung, geht nur weit über die historische Vorlage hinaus. Sie haben recht, im Wesentlichen finanziert der Staat seine eigene Verschuldung, und wenn ich sage seine eigene Verschuldung, die wiederum ergibt sich natürlich häufig auch aus der Notwendigkeit von Bankenrettung, Grundsicherung in Zeiten einer weitgehenden Verarmung der Bevölkerung. All diese Aufgaben lassen sich von Seiten des Staates am ehesten und am einfachsten über Inflation finanzieren. Denn da wird dem Bürger nichts weggenommen. Das, was er hat, wird nur immer weniger wert. Das wäre also die erste Säule der Enteignung der Bürger. Denn ihr Vermögen wird ja immer weniger wert und ihr Anteil, ohne dies gering, am Gesamtvermögen, Volksvermögen, wird auch immer geringer. Die zweite Möglichkeit ergibt sich denn dann in der Tat durch die Enteignung. Und zwar der Begriff suggeriert, hier würde gewaltsam dem Bürger das Vermögen genommen, per Willkürdekret. So läuft es ja meist nicht. Es geschieht ja indirekt. Beispiele. Das EU-Parlament hat jetzt die sogenannte Zwangssanierung unzureichend isolierter Wohnmobilien beschlossen. Die Kosten könnten sich im Falle von Einfamilienhäusern
durchaus auf mehr als 100.000 Euro belaufen. Diese Summe haben viele Eigentümer von Einfamilienhäusern nicht. Das heißt, sie sehen sich vor die Wahl gestellt, entweder einen zweiten Kredit aufzunehmen. Wenn sie das nicht können, dann sehen sie sich veranlasst, ihr Haus zu verkaufen, und zwar unter Wert. Oder aber, selbst wenn sich der Eigentümer die Kosten der Zwangsrenovierung noch leisten kann, dann hat er vielleicht zwei oder drei Kinder, dann wird das, dann muss, werden die das Haus auch nicht mehr halten können. Das heißt, in der jetzigen oder nachfolgenden Generation werden viele Immobilien aufgrund der Illiquidität und des mangelnden Vermögens ihrer Eigentümer über die eigentliche Wohnimmobilie hinaus gezwungen sein, ihr Wohneigentum aufzugeben. Das wiederum deckt sich wunderbar mit den Vorhersagen des Weltwirtschaftsforums in einem immer noch sehr informativen Video. Das können Sie auch noch im Internet sehen, die Welt im Jahre 2030. Dort macht das Weltwirtschaftsforum 8 Vorhersagen über unser Leben in nunmehr nicht nur 7 Jahren. Die erste ist vielleicht die frappierendste. Keiner wird etwas besitzen und alle, so das Weltwirtschaftsforum, werden ungemein glücklich sein. Nicht? Und dann grinst da ein junger Mann in die Kamera, der lebt in irgendeiner winzigen Zelle in einem Hochhaus und hat auch keine Familie. Er scheint ganz und gar glücklich. Und das, was er braucht, wird ihm entweder vom Staat kostenlos zur Verfügung gestellt oder es kommt per Drohne an. Das leitet sich dann von irgendwelchen Großkonzernen. Diese Vorstellungswelt in Augen des Weltwirtschaftsforums, Utopie einer enteigneten Bevölkerung, der kämen wir durch solche Maßnahmen, können wir sehr schnell sehr nahe kommen. Man muss in Betracht ziehen, in Deutschland ist die Wohnimmobilienquote die geringste der gesamten EU. Das heißt, weniger als 50% der Deutschen leben in einer Wohnung oder einem Hause, das ihnen gehört. Das ist nirgendwo sonst in der EU der Fall. Und selbstverständlich könnte diese Wohnimmobilienquote noch weiter absinken, wenn die Kosten, ein Haus zu unterhalten, immer weiter steigen. Das könnte durch höhere Zinsen der Fall sein, das kann durch grüne Zwangssanierungen der Fall sein und die anderen üblichen Abgaben, die Hausbesitzer zahlen müssen, die sind ihnen ja auch geläufig. Viele operieren an der Grenze ihrer Einkommensverhältnisse, wenn sie sich eine Immobilie kaufen. Solche zusätzlichen Belastungen können die Unterhaltung einer Immobilie für viele unmöglich machen. Und liebe Zuschauer, das ist ein Aspekt, in dem sind wir ja auch zu Hause, was Immobilien angeht, was Bau angeht. Wenn wir durch Europa fahren, wir haben ja sehr viele im Südländer, die in der Europäischen Gemeinschaft, in der EU angeschlossen sind. Wenn wir durch Italien, wenn wir durch Spanien, wenn wir durch Portugal fahren, wenn wir durch Griechenland fahren, andere südliche Länder, dann werden wir sehen, dass deren Bausubstanz mitunter nicht so ist, wie wir sie kennen. Was die Statik angeht, was die Thermik angeht, letztlich was die Isolierung angeht, sind alles Dinge, die Heizsysteme. Und da appelliere ich wirklich an alle Menschen. Wir haben ja Menschen in ganz Europa, die uns zuschauen. Lasst euch das nicht bieten. Denn wir haben zwar in Deutschland immer noch, wir haben innerhalb Europas die geringste Eigentumsrate, was Wohnungen und Häuser angeht. Das stimmt, was der Herr Beck sagt. Aber von der anderen Seite haben wir natürlich qualitativ sehr hochwertige Bauten. Das heißt also, uns trifft es in einem Maße, das ist sehr empfindlich. Und richtigerweise wird man hier Kredite oft aufnehmen müssen oder man muss es verkaufen. Aber andererseits muss ich auch Menschen außerhalb Deutschlands warnen, lasst euch diese Politik nicht gefallen. Denn ihr werdet dadurch mehr oder weniger wirklich enteignet, weil man sagt, ich kann mir das nicht erlauben, dieses Haus ist jetzt 25, 30 Jahre alt, die Aufwendungen sind viel zu groß. Lassen Sie mich zum Schluss des Interviews auf unseren Bundeswirtschaftsminister kommen und dann kommen wir zu dem Thema Wiederaufbau. Er war ja in Kiew, weilte dort und sagte, dieser Wiederaufbau der Ukraine wird eine Größenordnung kosten, 750 Milliarden, Zelensky spricht von 1 Billion und darüber.
Jetzt hat man hier ein Versprechen gegeben, das ist einzigartig, und zwar ein Haftungsversprechen für deutsche Firmen, die dort investieren, die dort bauen, die dort produzieren oder letztlich hier Dienstleistungen mitverkaufen. Sollten dort Gebäudlichkeiten oder Maschinen zerstört werden, sagt er, haftet der deutsche Staat dafür. Ist das nicht auch eine Mogelei? Wer ist denn der deutsche Staat? Der deutsche Staat sind ja die Menschen, die hier eine Arbeitsleistung erbringen, die ihre Rente versteuern oder die Steuern bezahlen aus ihren gewerblichen Einkünften. Ist das nicht auch eine Mogelpackung? Naja, also hier haftet der deutsche Steuerzahler und nicht der deutsche Staat. Der Deutscher deutsche Staat wurde Staat, gesagt, ne? ja, nicht so, der deutsche Staat ist im Grunde der Inhaber des Machtmonopols, was die Deutschen zu den Lohnsklaven der ganzen EU macht und die in diesem Falle eben auch der Investoren in der Ukraine und wenn Wirtschaftsminister Habeck denn wirklich seinen Willen haben sollte, den Lohnsklaven der Ukraine. Denn hier wurde in der Tat ein historisch einmaliges Versprechen des Wiederaufbaus eines Landes abgegeben, für dessen Zerstörung wir nicht verantwortlich sind, dessen Zerstörung sich durch rechtzeitige Friedensverhandlungen auch hätte abwenden lassen. Ich habe noch eine weitere Anmerkung. Sie sprachen von der Qualität von Immobilien, der Solidität in Südeuropa im Vergleich zu Nordeuropa. Es gibt natürlich gute Gründe, weswegen Häuser in Südeuropa etwas anders gebaut sind. Aber ich sollte vielleicht an diesem Punkt noch erwähnen, die Zwangssanierung, die die EU jetzt beschlossen hätte, träfe ja eigentlich südeuropäische Staaten in viel höherem Maße als die nordeuropäischen, weil diese Häuser weit weniger klimaeffizient, so mag man es formulieren, gebaut wurden. Das deuteten sie an. Das ist im Grundsatz auch richtig. Allerdings gibt es Ausnahmeregelungen. Es wird geschätzt, dass circa 50% der Häuser in Deutschland von dieser Zwangssanierung betroffen wären, aber nur circa 15% der Häuser in Südeuropa. Es gibt ja also Sonderregelungen, die die südeuropäischen Wohnimmobilieneigentümer wesentlich von diesen Maßnahmen ausnehmen würden. Ein weiteres Beispiel dafür, dass eine zurzeit im Wesentlichen von Deutschland gelenkte EU unter von der Leyen insbesondere Maßnahmen trifft, die ganz besonders den Deutschen zur Last fielen. Es ist bemerkenswert, wie deutschlandfeindlich eigentlich deutsche Politiker sind. Ja, und liebe Zuschauer, unser Thema, es gibt Interviews, die machen sehr nachdenkenswert. Und ein Interview ist es heute mit Dr. Gunnar Beck. Er sitzt im EU-Parlament, wirtschaftspolitischer Sprecher. Ich darf mich an dieser Stelle bedanken für die ausführlichen Informationen. Ja, und wünsche Ihnen weiterhin bei der Durchsetzung Ihrer Interessen, damit unserer Interessen, viel Erfolg. Und liebe Zuschauer, bitte teilt dieses Format, abonniert uns, und es ist schön, dass ihr uns unterstützt. Herr Beck, ich sage recht herzlichen Dank für die Zeit. Und ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Weber, für die Einladung. Wiederhören.